Ich darf Sie ganz herzlich im Namen von Vorstand und Präsidium des Senats der Wirtschaft begrüßen. Mein Name ist Dieter Härte. Dieses Treffen des Senates der Wirtschaft hat in dieser Form zum ersten Mal stattgefunden. Und im Mittelpunkt ist ein Experiment gestanden. In der Weise, dass jeder Mitspielende, und es waren 122 da, einen Euro bekommen hat zunächst und dann gebeten war, wieder Geld zurückzugeben, um mitzuhelfen, dass ein Gewinn entsteht. Es hat dann Experten und Advisor gegeben, die das Spiel mitgesteuert haben, um mitzuhelfen, dass eine Win-Win-Situation entsteht. Aber in dieser Grundspannung, dass ja jeder für sich selber verantwortlich ist und niemanden unmittelbar Rechenschaft ablegen muss, wie viel er hergibt. Und daher ist dieses Spiel ein gutes Abbild der Gesellschaft, wie verhalte ich mich als Einzelner gegenüber der Gesellschaft und dem Staat, gegenüber dem Gemeinwohl. Und das alles in der Improvisation einerseits und andererseits im realen wirtschaftlichen Handeln hat sich da ein Bild ergeben, das als solches unser Gesellschaftsbild ist. Ich habe noch selten eine Veranstaltung gesehen, wo im Nachhinein so viele Wortmeldungen waren und von welcher Seite aus dieses Experiment dann betrachtet worden ist. Das heißt, man hätte, glaube ich, nur eine Stunde über das reden können und war noch nicht fertig geworden. Heute Abend gibt es etwas, das in Österreich unumgänglich und äußerst angenehm ist, nämlich ein Abend auf einer Alm, hier in dieser Gegend noch dazu. Und das hat damit zu tun, dass Bildung in Wirklichkeit ja nur erfolgt, wenn auch ein Grundmaß an ernsthafter Geselligkeit dabei ist. Und das erwarte ich mir von diesem Abend. Und morgen in der Früh werden uns die großen und gescheiten Präsidenten Buzek und Rademacher das, was ihnen zurzeit im Zusammenhang mit den Anliegen des Senats der Wirtschaft wichtig ist, erzählen. Und ich nehme an, wir werden darüber auch debattieren. So etwas erwarte ich mir bei solchen Zusammenkünften, dass man da mit Menschen, die erstens ganz stark wirklich an der Front arbeiten, und wenn man sich mit der Wirtschaft beschäftigt, dann gibt es dort viele, viele Gespräche und man erfährt sicher mit vielen, vielen wertvollen Eindrücken von so einer Veranstaltung nach Hause.